So, weiter geht's mit Alone in the Dark. Und wir haben beschlossen, diesmal nicht zu zacken. Also wir gehen nicht zum Ritter. Und in den anderen Raum brauchen wir auch nicht. Da war es nämlich einfach nur dunkel und unsere Öllampe kriegen wir nicht an. Und in dem anderen Raum hat uns ein Bild mit Tomahawks beschmissen. Ja, aber ich Und glaube. das hier ist geschlossen. Okay, wir haben also gar keine andere Nee, Wahl. ich glaub, da war da nicht noch eine Tür irgendwie, die wir Die vielleicht wir übersehen übersehen haben, haben? ja. Ich dachte. Naja, wir gucken mal. Wir aktivieren auf jeden Fall nicht den Ritter. Achso, das hier links Zum vielleicht. Beispiel. Ja. Ah nee, das war einfach nur der natürliche Gang. Oder nee, der Keller. Ja, gehen wir mal in den Keller eines Ja. Herrenhauses, bei dem uns schon auf dem Dachboden Monster angegriffen haben. Gehen wir in den Keller und knebeln uns selbst. Ja. Schauen wir Alone in mal. the Dark, der erste Selbstmordsimulator der Welt. In 3D. Ah, das war halt damals wirklich gruselig, meine Güte. Ich, ja, Ich habe ja da fast immer nur meinem Bruder zugeguckt. ich finde es auch nach wie vor, also ich finde das jetzt nicht lächerlich oder so. Ich finde schon die Art und Weise, wie sie das machen, ist schon ziemlich cool. Es ist nur eben, naja, die Technik. Matchbox. Diese Sorry. kleinen Autos? Ja. schön. Damit können wir unsere Öllampe anzünden. Nee, warte. Hier war ich noch nicht fertig. Ich erinnere mich noch, dass diese starre Perspektive, die das Spiel hat, an einer Stelle ziemlich fies genutzt haben. Und wenn wir an die Stelle kommen, hoffe ich, dass ich mich daran erinnere. Da gibt es nämlich eine ziemlich fiese optische Täuschung mit dem Kamerawinkel. Ah! Oh shit. Hopp! Shit. Holy crap. Ich glaube, ich muss mich wieder wehren. Es wird Zeit für Kung Fu. Kung Fu Kambi. Jetzt weiß ich, an wen er mich erinnert. An den jungen Chuck Norris. Nur mit Schnauzbart. Diese leicht weiblichen Geräusche beim Zusparen. Ja, ich gebe zu, akustisch erinnert er mich eher an die junge Monica Seles. Oh, wie viele Kicks so ein Zombie aushält. Aber es ist auch der klassische Zombie, der so mit beiden Armen ausgestreckt auf dich zukommt. Er will dich auch fressen. Also, Gut, und er ist grün. so hipstermäßig die Hände in die Taschen zu stecken, wäre jetzt irgendwie. Na, Stimmt. Da geht er down. Kann nix. Und hat er guten Loot gedroppt? Stimmt, Jetzt ist das voll fehlt auf jetzt noch. Water. Füll mal deine leere Ölkanne mit Wasser. Box of Shoes. What? Hat er jetzt in der Kohle gefunden, oder? Ah, awesome. Okay, das ist ziemlich Sechs cool. Schuss. Und Ich eine schlage vor, die verballerst du Laterne. nicht an einem der Standard-Zombies. Das Ob man könnte. vielleicht den. Ach, man kann das essen. Ja, Wäre das vielleicht ist gar nicht mal so verkehrt, wa? die Ölkanne. Benutz mal die leere Ölkanne. Ne, du hast auch noch die leere, als du das erste Mal Ach die so. Lampe gefüllt hast. Füll mal die leere Ölkanne. Kann ich gar nicht, ich kann nur Drop und Put machen. Also dann Also bist du. vielleicht bringt das ja was. Nee, Ja, da ist ist nur nur. rum. Okay, Nee, dann das geht nicht. vergiss, was ich gesagt habe und tu genau das Gegenteil. Wir haben auf jeden Fall eine zum Nachfüllen. Können jetzt in den dunklen Raum. Wir haben Revolver, das ist schon mal. Also, ich weiß nicht, das ist gut. Wir haben einen leeren Schuhkarton. Ich speichere mal kurz und dann esse ich mal das Suppenzeug. Wie jetzt? Wir sind mitten im Let's Play. Du kannst sagen, ach so, im Ja. Spiel meinst du? Nee, er hat gerade irgendwas gesagt von wegen. Yuck, some human flesh. Ach, warum denn? Ich hab die nicht so. Kambi. Das ist 1800 Knülle. Man muss auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Man kann aber auch nichts anderes damit machen, das finde ich so komisch. Obwohl, es ist wahrscheinlich ihr frühes 20. Jahrhundert. Ja, keine Ahnung. Ja, das wirst du wahrscheinlich verfüttern müssen an irgendein Monster. Vielleicht an den Oktopus in der Badewanne. Oder so. Ja, tut mir leid, wenn ich H.P. Lovecraft hier gerade entweihe, aber er sieht nun mal aus wie ein Oktopus. Warte mal. Zwei Zwei. Hoho, ich wittere Akimbo-Action. Knives. Zing, zing! Wir sollten doch Shanks spielen, weißt du? Das ist ein Das wäre Zeichen. so geil, wenn der hier übelst abgehen würde. So eine modifizierte Version von Alone in the Dark. Alone in the Dark, Reloaded. Wie viele Seiten kann Extreme es sein? Action. Und Schlüssel. Biscuitbox. Ein Meine Glück, ich Güte, wie hatte schon viel. befürchtet, wir finden irgendwas Sinnloses. Eine Biscuitbox. Wie genau hat er jetzt festgestellt, dass die Biscuitbox important ist und bei allen anderen Sachen sagt er nothing important? Das kann man auch direkt eaten. Oder es zumindest versuchen. Du bist ein Fressack. Guckst du mal Naja, weg. er hat so wenig Leben, deswegen. Ich bin nur besorgt. Oh. wollte nicht stören.
Da gehen wir später mal rein. Was machen die da drin? Hatten die eine Orgie und sind eingeschlafen? Ich glaube, die hatten das letzte Abendmahl. Immer wenn ihr dieses Doppelgeräusch hört und Edward Carmby diesen kleinen Tanz hinlegt, dann ist das Tom, der versucht zu rennen. Oh. Ist das drin? Oh Mann, sie hätte wirklich nicht den Bock zum Gärtner machen sollen. So, schauen wir mal. Ist das ja hier irgendwas? Ein Pfeil, noch ein Pfeil, noch ein Pfeil. Drei Pfeile. Crap! Spinnen! Und zwar Spinnen, die du wahrscheinlich wunderbar bekämpfen kannst. Guck's dir an. Ich komm auch nicht weg. Ja, das okay. Ist dann wohl eine sehr tödliche Falle. Das war eine Todesfalle, ja. Okay, merken. Nicht random Pfeile nehmen. Jetzt kann man saven, das finde ich sehr gut. Für jeden, der diese Sequenz nochmal sehen will. Okay, hattest du jetzt schon alles? Nee, ich muss in den einen Raum nochmal. Ach ja, die Biscuits. Und die Messer. Ach Gott, hier muss ich mir wirklich angewöhnen, oft zu speichern. Am besten nach jedem Raum oder so. Ja, echt nur. Schön rissig die Wände hier. Wer streicht das denn rot? Falls es gestrichen ist. Ist das wahrscheinlich so Lehmwände oder so. So. Nochmal zu den Zombies? Immer noch pennen. Fuschitzen-Giggles, um einfach mal zu gucken, was passiert. So, hier gab's ja noch den. Nee, hier geh ich nicht nochmal rein. It's locked. Ah, das war tatsächlich. Hab ich das vorhin schon gemacht? Nee, ne? Ja, der Raum mit den 50 Zombies war gelockt. Oh Gott. Das sind Ratten. Du musst ja jetzt keine Angst vor Ratten haben. Nee. Aber wenn ich das schon sehe, wie dunkel es hier ist. Jetzt hat die Musik aufgehört. Aber hier gibt's was zu saufen. Ich hoffe einfach, es sind Ratten. Willst du mir noch nicht ernsthaft sagen, die greift mich jetzt an. Halt's Maul. Oh, die greift mich tatsächlich an. Was ist denn das für eine Ratte? Die. Überschlag und lebt noch. Was sind das für Ratten? Das sind offenbar Ratten, die mit äußerst aggressiven Adlern gekreuzt wurden, denn du kannst mir auch nicht erzählen, dass eine Ratte so ein Geräusch macht. Wow, oh, das vor allem, was die aushalten. Die krassesten Ratten aller Zeiten. Ich muss gleich meinen Revolver rausholen. Sind die vielleicht unsterblich? Sind die vielleicht so, ist das so ein Vermeidungsspiel hier? Meinst du? Ja, weil dann wäre die Anleitung des Spielers hier nicht sehr gelungen, weil ich sag mal, wenn es blutet und Rückwärtssaltos macht, wenn du es kickst. Dann würde ich, aber ich meine, sie hält jetzt schon mehr aus als ein Zombie, ne? Ja, es ist Verstörung. Vielleicht throwst du Human Flash irgendwo hin oder so. Meinst du? Das können wir mal ausprobieren. There is no room, of course not. Also ich würde sagen, bevor du die Pistole ziehst und die Ratten damit... Ich würde halt einfach versuchen weiterzugehen. Ja, aber die kommt, die finde ich mich interessanter. Ich hoffe mal einfach, dass sie nicht so viel Schaden machen. Da hinten liegt irgendwas. Wahrscheinlich immer ein Punkt, oder? Carmby, it's for dinner. Getötet von einer Ratte. Nothing important, hier ist Booze. Bullets. Das Spiel leitet dich weg, interessant, sie wirklich erschießen. Erschießt die Ratte. Das Problem wäre doch jetzt die logische Schlussfolgerung. Aber warum sollte ich es machen? Es gibt ja keinen Grund für mich, die zu töten. Also außer, dass ich halt meine Ruhe haben will, aber hier gibt's ja scheinbar nicht so viel. Ah, noch würde ich den Raum nicht abschreiben. Man hat da keine Ruhe bei Makuna. Oh. Ah, hier muss man bestimmtes... Ja, und er stand natürlich genau davor, als das passiert ist. Also das mit dem Rennen geht mir echt auf den Keks. Ja, schreib doch einen Beschwerdebrief an Infogrames. Also ihr Spiel, das sie damals gemacht haben. Herr Boll, ich hätte wirklich gedacht, dass das Lizenzspiel zu ihrem Film... Oh, ja, das sieht vertrauenserweckend aus. Toll, wir sind in den Geburtskanal des Hauses eingedrungen. Ich hoffe, du bist glücklich. Oh Gott, da kam gerade irgendwas. Dann mach einen neuen Save. Oh Gott, da kam gerade irgendwas. Irgendwas.
Jetzt ist Zeit für die Knarre. Oder für den Pot of Soup. Ich behaupte immer noch, dass der nützlicher ist. Irgendwas sagt mir, dass die Knarre jetzt hier wahrscheinlich nicht reißen wird. Ich sehe vor allem nichts mehr. Ach, das ist ein Feature. Ah, ich bin schon tot. Okay, gut, dass es diesen Raum gibt. Okay, ja. Okay, was war das für ein Wurm? Gut, ich bin... Gut, dann probieren wir mal Pot of Soup. Ich will's ja nicht ausschließen. Take this. Nein. Nein, Kanbi, bist du denn... Oh, Kanbi, du bist wirklich der beste Schnüffler aller Zeiten. Nein. Ich nehme an, du wirst den Pot of Soup an irgendeinem Punkt wahrscheinlich sowieso eher vergiften müssen oder irgendwas. Ja, er hat gerade wieder mich gegessen. Okay, dann drehen wir halt um. Das ist ja auch albern. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt überhaupt noch. Kommt er uns nach? Das wär's. Wir haben jetzt so einen riesigen Wurm, der uns durchs ganze Haus folgt. Also vielleicht, ich weiß, wir haben mindestens einen H.P. Lovecraft-Fan in unserer Fanbasis. Könnt ihr uns mal erklären, gibt's bei H.P. Lovecraft Monster Adlerratten? Ist das Original Source Material? Schön, wie sie mir direkt versucht zu folgen. So klassische Command Conquer KI-Wegfindung. So. Welche Todesfalle, auf die wir reinfallen, wird uns im nächsten Raum erwarten? Ach, hier ist prinzipiell der Ausgang, ist das richtig? Sind wir im Erdgeschoss sozusagen? Gar nicht im Keller? Oh, ist das scary. Das ist wirklich Gott. Ein bisschen... Wenn man also halt es könnte noch Kinderlachen im Hintergrund sein, das wäre vielleicht noch gruseliger, aber ansonsten, wow. Nehmen wir es mal ganz klassisch. Tom ist die Kreativität ausgegangen. Ja, das kommt mit dem Druck hier. Key to the cellar. Für das hier haben wir wohl noch keinen. Aber das hier sieht wirklich aus wie der Eingang. Wird man wahrscheinlich ja, also in die Richtung ist glaube ich, die Ausgangstür, genau. Ne? Guck okay. Einfach mal, ob man rauskommt. Oh. Ich glaube nicht. Tut uns leid, der riesige... Schön. Oh. Man stirbt aber auch immer gleich. Es gibt auch gar nicht erst die Chance, dass man vielleicht nicht stirbt. Okay, du bist vom riesigen grünen Dämonen-Anus reingezogen worden. Nicht das schönste Schicksal. Sollte vielleicht auch nicht auf deinem Grabstein stehen. Ich glaube, man findet hier gar nichts, wo man einen Grabstein drüber tun könnte. Ist richtig. Was ich cool finde, ist, wenn du so normal stoppst und zusammenbrichst, dann kriegst du diese kleine Begräbnissequenz. Wo irgendwo reingesogen, gibt's die nicht. Oh. Ich glaube, das ist der Herr von dem Gemälde oben, der mit der Augenklappe. Okay, also der hat ein schwingendes Schwert. Wollen wir den vielleicht mal erschießen? Ich habe ja ein paar Bullets. Ich meine, klar. Also, du spielst, ne? Schieß erst, wenn du das Weiß in seinem Auge siehst. Das ist ein Pirat. Er lacht darüber. Das ist auch weiß. Ich glaube, das war nicht richtig. Pot of Soup! Pot of Soup! Meinst du, der will jetzt Menschenfleisch haben? Nee, du sollst ihm ins Auge werfen, ins übrig gebliebene. Anderen Raum. Diese Geräusche überall. Ja, man guckt sich, du gehst auch immer in den Raum rein, denkst dir, also stirbst dann, weil es halt eine Todesfalle ist und denkst dir dann, okay, hier gehe ich nicht nochmal hin. Ja, aber wahrscheinlich musst du irgendwann irgendwo rein. Ich kann ja mal hier den ein bisschen erkunden, den Raum, mal sehen, ob die direkt aufwachen. Zumindest einer. Aber den kannst du totkicken eigentlich, wenn es nur einer ist. Come at me, bro. Bam. Everybody was Kung Fu fighting. Oh. Ach, Mann. Gut. Er hat mich überwältigt. Wie viel Lebenspunkte hast du gerade? Kannst du vielleicht irgendwas? Zwei. Das erklärt's vielleicht. Ja, ich hab halt auch. Na, ich könnte mal probieren, die Biscuits. Viel better. Ah, ein bisschen. Viel ist es nicht? Ne, viel ist es nicht. So, welcher ist auch gemacht? Ja, denkst du. Kick. Gut, dann machen wir mal keine nicht so Experimente, sondern machen es ganz klassisch. Haruken! Übrigens, für alle, die es noch nicht irgendwo gesehen haben in einem Gameplay-Video oder so, gegen
Tom in einem Kampfspiel zu kämpfen, ist genau so. Also er macht immer dieselbe Aktion. Du da zwacken! Oder was auch immer Ryu da sagt. Keine Ahnung, was sagt Rose denn so? Rose ist doch dein Main. Soul Spark, sagt Rose. So. Ach, jetzt ist der nächste. Das ultimative Battle Royale. Oh ja. Scheiße. Ja, der hat genauso Probleme, die Perspektive hier abzustimmen wie ich. Also er kämpft aus derselben Kamera. Oh, scheiße. Oh, Tom. Dieses komische Geräusch, Mann. Was soll das? Als ob man irgendwie eher was schnippen lässt. Ja. Er hat Kami wahrscheinlich Steppschuhe an oder sowas. Er wurde mit Peitschen statt Beinen geboren. So. Nächste. Los. Komm schon. Keine Chance. Oder kommt jetzt mehrere auf einmal, dann hätte ich ein Problem. Ich warte mal, dass der so in eine Seitenperspektive kommt, weil das irgendwie einfacher ist. Ich nehme dich beim Wort. Put him up, put him up. Good old fisticuffs. Gonna fly up. Push it to the limit. You're the best around. Oh Gott, ich glaube, wir vergrauen gerade unsere Zuschauer durch Gesang. Oder wie auch immer man das nennen soll. Ich finde, ich schlag mich hier ganz gut. Diese tolle Kamin. Ich finde, du kickst dich ganz gut. So, wer ist der Nächste? Meinst du, jetzt kommt noch einer? Ich denke, die bleiben jetzt sitzen. Naja, doch nicht. Nee. Verdammt. Ich hoffe, ihr genießt die Action da draußen. Also, ja, ist echt Hammer. Unser Herzschlag ist wow. Es gibt wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit, das hier zu lösen. Man muss die wahrscheinlich alle platt machen. Wirklich? Und das so zu machen, ist wahrscheinlich auch das Effektivste, wenn man halt kein Item verbraucht, im Optimalfall nicht getroffen wird. Und Mörder Action hat. Können uns ja mal sagen, wer von euch schon Alone in the Dark gespielt hat. Irgendeins. Ich hatte ja damals, wie gesagt, nur bei meinem Bruder zugeguckt, bei den ersten dreien. Mhm. Die sind auch so ein bisschen vermischt. Also zumindest die ersten beiden kann ich nicht so recht auseinanderhalten. Und dann Alone in the Dark, The New Nightmare habe ich tatsächlich dann mir mal selbst geholt. Fand es nicht so. Das war der Nachfolger sozusagen, und dann gab es ja das neue Alone in the Dark, ja, das noch. Das Witzige ist ja auch, in The New Nightmare spielt ja irgendwie dann in der Gegenwart. Und das ist immer noch Edward Carnby, der theoretisch dann zu der Zeit irgendwie 80 sein müsste. Ja, das ist einer von diesen komischen, er ist einer von diesen komischen Charakteren, wo sie nie genau... Genau. Ich meine, es ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. Das hier ist irgendwie viktorianisches Anwesen. Der zweite Teil, das ist halt ein Herrenhaus mit Piraten. Und zwar in den 1920er Jahren, wenn ich mich recht erinnere, weil da hast du dann auch eine Tommy Gun zum Beispiel und so. Der dritte Teil spielt in einer Westernstadt. Also es ist alles irgendwie so ein Anachronismus-Mischmasch. Das ist ganz komisch. Und dann, wie gesagt, die Unbeständigkeit mit dem Schnauzbart. Die ist das Schlimmste. So, jetzt haben wir die zumindest mal alle erledigt. Ich meine, hast du wirklich jemanden erlebt, der seinen Schnauzbart nicht nur hatte, sondern gelebt hat und den dann abgenommen hätte? Glaubst du wirklich, Kambi hätte jemals seinen Schnauzbart abgenommen? I don't think so. Das ist nämlich auch ohne dem Uwe Boll-Film am meisten krumm, dass Christian Slater keinen Schnauzbart hatte. Ja. Auf welchem Alone in the Dark basiert denn der Uwe Boll-Film? Uwe Boll-Filme basieren nie auf den Spielen, nach denen sie benannt sind. Der Alone in the Dark von Uwe Boll spielt in der Gegenwart, insofern wahrscheinlich eher auf New Nightmare. In diesem Raum gibt's nichts. Du kannst die Tür nicht öffnen da? Das ist bestimmt Instant Kill oder sowas. Ach nee, hier kamst du vorhin her. Achso, ja, stimmt. In die andere. Wirklich nichts? Aber auch gar nichts? Naja, also ich wüsste zumindest nicht, was ich mir hier noch angucken sollte. Hier gibt es halt noch so einen Stuhl, aber die kann man ja nur so komisch wegschieben. Als wären sie aus Plastik. Übrigens, falls ihr euch jetzt fragt, warum reagiert ihr nicht auf meine Tipps? Ich habe euch doch gesagt, was ihr machen müsst. Wir nehmen das hier am Stück auf.
Also, mit anderen Worten, wir lesen eure Kommentare nicht, weil wir nicht können. What? Tödlicher Nebel. Das ist eine Zigarre in der Mitte irgendwie oder so. Auf dem Aschenbecher. Ist das tödlich? Oh. Ist in diesem Spiel nicht alles tödlich? Also er fängt auf jeden Fall an zu husten. Und jetzt bin ich auf 1 runter. Oh Gott. Das lade ich mal neu. Selbst Tom muss schon husten. Okay, was macht man da? Ja, keine Ahnung. Du bist ja seit jeher nicht Raucher. Ich esse seit kurzem. Da hast du mehr Erfahrung als ich. Augen zu und durch. Gut, reden wir mal hier weiter. Ich glaube, es gibt so militante Nichtraucher, die nehmen so Blumenspritzen und gehen dann zu den Rauchern und machen pfft und machen so die Zigarette aus. Vielleicht sollten wir das hier auch probieren. Wenn du an eine Blumenspritze kommst, natürlich. Irgendwo war doch, wo war denn der dunkle Raum? Der war hier oben noch, ne? Weil wir sind ja jetzt im Erdgeschoss. Ich glaube, er war oben, ja. Oh nee, hier waren wir noch nicht. Und du weißt, was das bedeutet. Hier waren wir noch nicht, das heißt, es kommt gleich ein Zombie von irgendwo her. Ja, aus dem Schrank. Sitzt da eine Geisterfrau? Ja, stimmt, sieht so aus. Du hast Schrotflintenmunition gefunden. Excuse me. Nothing important but this ghost. Tom. Fascinating. Tom, what the fuck? What is this? I don't even... Ich glaube auch. Okay. Let's die. Der Geist wurde zu einer Manifestation aus Disco-Kugeln und hat uns getötet. Gab's da nicht mal dieses Kampfspiel, wo die Kämpfer alle aus Kugeln bestanden? Wie hieß denn das nochmal? Clay Fighters? Oder was meinst du? Nee, Clay Fighters ist ja, das sind so wie Knetfigur. Das kann man sagen, okay, wir haben hier so ein... Wahrscheinlich musst du irgendwas spielen, um sie zu beruhigen oder so. Stimmt. You cannot carry anything else. Du hast auch noch ein Inventarlimit? Was, echt? Wow. Muss ich irgendwas wegschmeißen? Nee, das kann doch nicht sein. Ich bin doch gerade hier noch rangegangen und das ging alles noch. Oder hatte ich das jetzt schon? Nee, siehst du, das kann er ja auch noch mitnehmen. Ich schätze mal, man soll das einfach nicht mitnehmen können. Okay, dann... Man müsste dann hier irgendwas spielen. Ja, das... Aber wir haben ja nichts zum Spielen. Nicht wirklich. Ich guck mal, ob ich an ihr vorbeilaufen kann. Ja, kann. Und wenn man ihr nicht zu nahe kommt... Das ist auch irgendwie gruselig, also... Aber wie gesagt, ich finde nicht, dass das Spiel nicht beunruhigend wäre oder so. Photograph of Jeremy with his knees. Nicht übel. Okay, soll ich zumindest alle Items? Oh Gott, ich muss mich so zusammenreißen, kein Pokerface wird das machen gerade. So. Oh Leute, also noch haben eine Matchbox. Das hier ist. Keine Ahnung. Was ich benutzen sollen? Ich würde sagen, um irgendwas. Oh. Jesus. Irgendwas zu stechen. Ja. So. Wo war denn dieser dunkle Raum? Der war hier, da gehe ich jetzt gerade hin. Dieser sympathisch finstere Raum. Das sind zwei Türen. Letztes Mal hast du, glaube ich, die linke Tür eingeholt und das in die rechte. Genau, ich gucke erstmal, was hier drin ist. In der anderen ist das Bad mit dem. Mit der Qualle. So. Und Harmonika? Was ist das? Ah, nee, Notebook. Diary of Jeremy Hartwood. September 27, 1924. I have decided... Some, seeing my recent paintings, may question... September 28, ach, philosophische 1924. Tom taucht richtig in die Story ein. I am again drenched in sweat. Okay, hier ist irgendwas von... I was wandering in the wandering in dunes among giant standing stones. They were arranged in a circle and the wind whistled about them. They were arranged in a circle and the wind whistled about them. Plunged my hand into the soil. Plunged my hand into the soil and felt that repulsive thing which... It seized me.
I struggled to break free of its loathsome embrace and managed to tear my hand away. I was gripping a knife. October 5th, 1924. The stone circle is a pentacle. Der Seto's library is filled with books on the occult. I will study. December 16th. Das hier spielt auch schon in 20 Jahren, gut zu wissen. I have found the knife. It was hidden here. And what I have learned fills me with apprehension. It is a sacrificial dagger belonging to some unholy cult. Was my fault? January 23rd. Kann man sich hier viel durchlesen? I spend all my days plunged in dusty books. Ja, da ging es oblivieren. My servants are convinced I'm mad. At night, I awaken them with my February 7th, 1925. The Dark Man. That is what I call him. His terrible smile will haunt me to my dying day. His breath was ice and his burning eyes froze me. I could not move. March 10th. My exhaustion is beyond description. The endless reading burns my eyes. It seems that pirates, unless I, Jeremy Hartwood, can find a way to send him back to... March 11th. Jesus. My poor knowledge of Greek and Latin, I can imagine his... March 13th. The translation will seriously dent what money I... March 29th. He has come back. He found the door. His voice acting is March fantastic. March 30th. How ironic. The cave my father sought for so many years is here, beneath the house. That's not ironic. That's just coincidental. The crack in the cellar wall. A breeze blows in through it, icy and repugnant. Okay. I will carry to my grave the vision of his face contorted. His body was twisted. He had webbed. His fingernails. Warum nimm das ein bisschen ernster? Du ruinierst mir die Atmosphäre. Dr. Gray concluded that death had been due to a heart attack. It was Waits, who some time later was informed that my poor father had in fact bitten off his tongue and choked on his own blood. March 31st. Ist das Carnby, der die Stimme von Jeremy Hartwood imitiert, oder ist das wirklich Jeremy Hartwood? Ja, der steht gerade in diesem Raum und liest sich das selbst so vor. Naja, warum sollte Jeremy Hartwood das so lesen? Er hat es doch geschrieben. From the foundations to the very rooftop, I can no longer struggle, let alone eradicate the evil that grips the house. Okay. Ach, of course. No surprise there. Oh, das ist schon so gut. Scheiße. Scheiße. Ich habe gar keine Möglichkeit zu reagieren. Beziehungsweise er ist halt auch. Jetzt hast du es sowieso hinter dir. Ah, Jesus. Wenigstens müssen wir uns das ja alles nicht nochmal durchlesen. Oder müssen wir doch? Aber wir machen es trotzdem. Nein, natürlich nicht. Nein, ja, untersuch ihn. Sag uns etwas über das Hühnchen-Maulwurf-Wesen. Mit den grünen Augen. Tom, es hilft dich, wenn du mitstöhnst. Mir schon. Okay. Ja gar nicht, was für ein Druck hier auf mir lastet. Die Augen. Oh crap. Oh crap. Nicht übel. Noch ein Lebenspunkt. Aber sehen wir es von der positiven Seite. Er hat nicht so viel ausgehalten wie die gottverdammten Ratten. Ja. Die immer noch leben. Ja, die kann man auch einfach nicht besiegen. Oh nein, tu es nicht. Tu es einfach nicht. Nicht? Ja, doch, tu es. Ah, kriegt man wahrscheinlich gar nicht auf. Nee. Wirklich nicht? Das sieht so auffällig aus irgendwie. Na, die... Als ob man dran ziehen könnte. Ja. Macht nichts.
vielleicht irgendwas. Was war das, Tom? Ich weiß nicht. Bestimmt nichts Wichtiges. Fehlt da nicht ein Bild an der Wand? Hör auf, in dem Raum zu moonwalken. Guck mal da, der Rahmen, hast du ihn gesehen? Den sollte ich mal untersuchen. Naja, ich hätte eher gedacht, wir müssen vielleicht ein Bild finden und da hinhängen. Also. Also Carnby meint Nothing Important. Ja, wenn Carnby das sagt, dann natürlich. Weißt du eigentlich, ob es einen spielerischen Unterschied gibt zwischen Carnby und Emily Hartmut? Ich glaube nicht. Also es gibt, glaube ich, keinen. So, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder über unser eigentliches Limit drüber hinaus gespielt. Das war aber auch so spannend. Ja, das stimmt. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Alone in the Dark 1. Und bis dann. Hammer Action. Bis dann.